So, ich trinke noch mal was, bevor es losgeht. So, ich stecke noch mal die Ohrstöpsel richtig rein, bevor es losgeht, damit ich auch was hören kann. Video läuft, Audio läuft, Webcam läuft, Spiel läuft und damit kann es losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von The Last of Us Part 2 oder The Last of Us 2 oder The Last of Us Teil 2. Auf jeden Fall den zweiten Teil, den Nachfolger von The Last of Us. Ich habe jetzt 7 Jahre drauf gewartet. Ihr habt eventuell 7 Jahre und 3 Wochen drauf gewartet, wenn ihr mein Let's Play unbedingt sehen wolltet, was man nicht unbedingt annehmen sollte, dass es erscheint, weil ich glaube, ich habe jetzt seit 1,5 oder 2 Jahren nichts mehr gemacht. Das ist aber egal. Ich habe nie gesagt, dass ich aufgehört habe. Ich hatte nur einfach keine Lust und jetzt habe ich wieder Lust. Deswegen mache ich jetzt ein Let's Play zu diesem Spiel. Ich habe mehrere Hiobsbotschaften direkt für euch. Erstens, die Webcam bleibt erstmal nicht. Die mache ich jetzt nur so für die Einleitung, damit man sich mal wieder sieht, so ein bisschen begegnet und Hallo sagen kann. Hallo! Die kommt aber gleich weg, weil ich denke, dass dieses Spiel sehr viel Story-Szenen beinhaltet. Also nicht nur Cutscenes, sondern auch in-game wird viel erzählt und da passt das irgendwie nicht, wenn dann irgendwie in der Ecke so einer rumsitzt und einfach nur guckt. Weil ich persönlich halte lieber den Mund dann und überlasse dem Spiel die Bühne, weil darum geht es ja hauptsächlich. Die zweite Hiobsbotschaft ist, das ist kein Blind Playthrough. Das heißt, ich habe das Spiel schon gespielt. Das ist auch der Grund, warum das jetzt so lange gedauert hat, bis das Let's Play kommt. Ich glaube, ich habe das irgendwo auf Facebook angekündigt und es hat niemand gesehen, geschweige denn geliked wahrscheinlich. Das heißt, es wird wahrscheinlich komplett egal sein, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber naja, ich wollte es auf jeden Fall Let's Playen und ich wollte aber auch im ersten Spieldurchlauf es für mich alleine spielen, weil das Spiel, und das kann ich auch jedem von euch empfehlen übrigens, spielt das Spiel auf jeden Fall für euch selbst. Guckt euch das Let's Play am besten nur an, wenn ihr wirklich überhaupt nicht wollt oder überhaupt nicht könnt, also das Spiel selbst zu spielen. Und ich kann euch auch empfehlen, den ersten Teil vorher selbst zu spielen. Wenn ihr den nicht selbst spielen könnt, dann schaut euch ein Let's Play oder ein Gameplay zum ersten Teil an. Denn der ist unbedingt nötig, damit ihr den zweiten Teil versteht. Und wenn ihr das jetzt nicht selbst spielen könnt oder wollt, sondern euch dieses Let's Play anschauen wollt, obwohl es nicht blind ist, weil ich ja persönlich 7 Jahre darauf gewartet habe und da wollte ich meine gesamte Aufmerksamkeit quasi dem Spiel widmen und das habe ich dann auch getan. Wenn euch das jetzt noch nicht abgeschreckt hat, dann kann ich euch die dritte Hiobsbotschaft geben. Ich habe nämlich schon einmal mit dem Let's Play angefangen und zwar 4,5 Stunden habe ich da aufgenommen. Ich habe allerdings am Stück aufgenommen und ich habe nicht, um ehrlich zu sein, ich wusste nicht mehr genau, wie man das macht. Offenbar, und dann war die Videodatei am Ende kaputt und ich habe es alles in einer gehabt und dann, ja, jetzt ist sie weg. Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Also, die ersten 4 Stunden werden für mich jetzt nicht nur zum zweiten Mal gespielt, sondern zum dritten Mal. Das heißt, es ist ein bisschen, ich werde jetzt nicht mehr so viel Zeit mehr lassen mit Sammelobjekte suchen und sowas. Das ist natürlich ein bisschen doof für euch. Andererseits werde ich darauf achten, dass ich natürlich nichts spoilere. Also falls ihr noch nichts von den zahlreichen Spoilern vor Veröffentlichung gehört habt oder euch irgendwas anderes angehört habt zum Spiel, dann werde ich auch auf keinen Fall während des Spielens spoilern oder irgendwas sagen, was auf irgendwas schließen könnte, was man noch nicht weiß. Das ist ganz wichtig, weil Spoiler sind das Schlimmste. Ja, das war's. Das waren die drei Hiobsbotschaften. Also, hallo an euch beide, die ihr noch dabei seid. Dann kann es ja jetzt losgehen. Ich habe noch eine Sache zu den Optionen zu sagen. Ach ja, vierte Hiobsbotschaft. Für all diejenigen, die kein Englisch können oder kein Englisch hören können. Ich werde das Spiel auf Englisch spielen, weil erstens, ich habe es im ersten Spieldurchlauf für mich auf Deutsch gespielt. Die meisten deutschen Let's Player spielen es auch auf Deutsch, bin ich zumindest der Meinung, von denen, die ich es gesehen, von denen ich es gesehen habe. Und ich persönlich bin der Meinung, dass die deutsche Sprachausgabe zwar gut ist, aber die englische ist auf jeden Fall besser. Das kann ich jetzt nach 4 Stunden, die ich das auf Englisch auch schon mal angefangen habe, definitiv weiterhin sagen. Deswegen werde ich es nach wie vor auf Englisch mit englischer Sprachausgabe spielen. Ich werde aber die deutschen Untertitel anmachen. Das heißt, ich werde hier das hier einstellen. Ja, genau. Das heißt, ihr solltet eigentlich alles verstehen und die meisten Leute sollten Englisch können, denke ich mal. Wenn euch das aber sehr stört, dann sagt mir das in den Kommentaren. Haltet euch ansonsten aber bitte fern von den Kommentaren wegen Spoilern und so weiter.
Und ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren sagen, ob das Spiel, ich weiß nicht genau, ob das zu dunkel oder zu hell sein wird für euch am Ende. Ich habe das extra ein bisschen heller gemacht, weil die HDPVR nimmt das ein bisschen zu dunkel auf. Meistens habe ich das Gefühl. Und deswegen sagt mir ruhig Bescheid in den Kommentaren und sagt mir auch, ob ihr die Webcam haben wollt. Das heißt, wenn die ersten beiden Folgen, die ich jetzt aufnehme, wenn euch das so nicht gefällt, dass die Webcam gleich verschwindet, dann sagt mir Bescheid und dann werde ich die wieder einbauen. Ab einer der nächsten Folgen. So, und das war genug Vorgeplänkel. Ich glaube, ich habe jetzt 3 oder 4 Minuten nur geredet. Das tut mir furchtbar leid, aber dafür können wir jetzt auch direkt anfangen. Natürlich auf schwer, völlig logisch. Weil beim ersten Mal habe ich es auf Mittel gespielt und man will ja eine kleine Herausforderung haben, nicht wahr? Vorbesteller-Boni nutze ich natürlich, weil so ein Profi bin ich jetzt auch nicht. Außerdem habe ich ja dafür bezahlt, ne? So, und der Rest kann so bleiben, deswegen. Ich glaube, jetzt kommt eine kleine Ladesequenz und die Webcam wird damit auch leider verschwinden. Es tut mir furchtbar leid, aber ich finde, es ist besser für den Spielfluss und für die Erzählung der Story. Ich habe die Hoffnung, dass ich das jetzt zeitgenau mit dem Timing hinbekomme, weil normalerweise kommt da unten so ein kleiner Ladebalken. Ich habe das Spiel aber vorhin schon einmal kurz gestartet. Das heißt, es könnte sein, dass der jetzt vielleicht nicht kommt und ich. Ah, guck mal, jetzt geht es viel schneller. Das heißt, es geht los in wenigen Sekunden und ich wünsche euch viel Spaß mit The Last of Us Part 2. I don't know what happened. I was supposed to take her to the Fireflies and walk away. You go halfway across the country with someone. She needed her immunity to mean something. I was starting to buy into that old cure business. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. We found the Firefly. Because of her, they were actually going to make a cure. The only catch. It would kill her. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her. That's a lot. What does Ellie know? I told her they just ran some tests. I told her her immunity meant nothing.
And she believed you? I didn't say otherwise. We should head back. So, und wegen solchen Szenen bleibe ich auch erstmal noch ruhig. It's okay. I got him. You go on. You sure? Yeah. About what we were talking about earlier. I can't say I'd have done different. Take it to the grave if I have to. I'll see you later, Tom.
Hello? Ellie? Jesus. This gave me a heart attack. I tried knocking, but... Hey. Hey. What's up, Joel? Just checking in. Folks are... You know, talking about how impressed they are with you and... How well you're helping out. It's good. Yeah. Tommy and I went out riding the other day, and he told me a joke, and I thought about you. It's, oh, shoot, no, I forgot it. Something about a clock. How do you... Joel, it's pretty late, and I gotta get up in a few hours. Yeah, I know. I'm gonna get out of your hair. Just. I want to show you something. Just give me one second. What's this? Some folks call this thing here a guitar. Funny. You want to hear something? Okay. Okay. Promise me that you won't laugh. I won't laugh. I won't. Trust in you. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, as I believe, and I believe, 'cause I can see our future day. Days of you and me. There you go. Well, that didn't suck. I'll take what I can get. She's yours. No. I don't know the first thing about this. I promised that I'd teach you how to play. You did. So what do you say, tomorrow night, first lesson? Deal. Okay. Okay. Did...
Do you remember the joke? What is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. Yeah. Good night, kiddo. Hey. Morning. Sorry, I totally overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. I heard you had quite a night after I left. She kissed me. It was just Dina being Dina. She didn't mean anything by it. I was talking about your fight with Seth. Wait. You kissed Dina? Oh. I thought this was... We're broken up 1 week and you make a move on my girl? She was probably just trying to make you jealous. I would never... Oh, fuck, this is awkward. I'm messing with you, man. I don't care. Get dressed. You're the worst. It's kind of fucked up you did that. Get your stuff together, we're already late. Smells fine. Ja. Das so tired. Ist eine müde Ellie. Ich versuche, auch wenn es diesmal schwerfällt, versuche ich immer noch Sachen zu finden, die ich bei den ersten Malen, die ich hier lang gelaufen bin, noch nicht gefunden habe. Ich habe zum Beispiel, das muss ich aber einem externen Tippgeber verdanken, darauf hinweisen, wenn einer den Roboter noch kennt, der möge sich jetzt freuen. Ich glaube, ich werde die Webcam irgendwann doch wieder einblenden. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich habe gerade reingeguckt mehrfach, obwohl ich weiß, dass sie jetzt in dem Moment schon gar nicht mehr zu sehen ist. Ja. Okay. Sure. Ach ja, und die Comics natürlich, ne? Ist das alles noch da? Ist das alles nur ein bisschen älter und winterlicher? Hey, is Joel up? We got reports of infected out north. We sent him and Tommy out early to scout. That sucks. Yep, can't imagine they got much sleep. Definitely not as much as you. Shut up. I was just about to get up. I was. You got everything? Yes. Das Licht nicht ausgemacht. Sonst aber nichts vergessen, glaube ich. Heads up, you're the talk of the town this morning. What? Let me see if I got this right. You kissed Dina. She kissed me. Which triggered Seth to call you a not so nice word. Yep. Then Joel decked him. More of a push. And then you got mad at Joel. That part confused me. It was a strange night, man. Sounds exciting. Sorry, I missed it. Auf jeden Fall sehr interessant, was die aus der Stadt gemacht haben. Damals, der erste Teil endete ja damit, dass man einfach nur die Stadt von Weitem sah. Und
Nicht nur dank der technischen Möglichkeiten, die sie jetzt hier haben, obwohl das Spiel schon sehr gut aussieht, das kann man jetzt schon auf jeden Fall sagen. Nicht nur dank der technischen Möglichkeiten haben wir jetzt hier die Möglichkeit zu sehen, was passiert, wenn die Welt untergeht und die Leute was zu essen brauchen. Auch im Winter. Maria wants a word with you. Where is she? Diner. Ja, ja. Is this about Seth? No clue. Just tell her you never saw me. Nope. Where's your fucking loyalty? Excuse me. Auch wenn es hier unwahrscheinlich ist, Sachen zu finden. Es gibt immer, das hier ist zum Beispiel etwas, wenn hier jetzt was gewesen wäre und ich hätte es gefunden, dann wäre das auf jeden Fall etwas gewesen, was ich die ersten beiden Male nicht gefunden hätte. Es gibt immer so ein paar kleine Ecken, das wird noch häufiger der Fall sein, wo man gegebenenfalls noch nicht war. Deswegen. Hey Jesse. Hey. 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 Ich kann mich leider nicht so viel mit Leuten beschäftigen hier drin. Ich muss Dinge suchen. Solange ihr nicht per Dreieck mit mir reden wollt, seid ihr unwichtig, ja? Okay. Tschüss. Hey, so we're okay, right? You and me? Yeah, of course. Dina and I are done. I know. It's just I don't want you to think. Ellie, we're cool. I promise. Thanks. So, hier gibt es jetzt zwei, drei Sachen, die ich auf jeden Fall wiederholen muss, weil das ist mir relativ spät erst aufgefallen, dass man in diesem Bereich schon Sammelobjekte finden kann. Also jetzt keine wichtigen, keine großen, aber Sammelobjekte. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau wo. Ach, und genau. Ha. Hey, Ellie. Ja, ja, okay. Sache 1. Man kann den Hund streicheln. Und alle, die in die Richtung gehen wollten, wo du jetzt stehst, laufen dann gegen dich. Und er hier. Er könnte Leuten bekannt vorkommen. Anhand des Instruments, das er hält, könnt ihr eventuell erraten, wer es ist, falls es nicht ihr schon wisst. Auf jeden Fall sehr gut, dass sie den reingemacht haben. Er hat's verdient, finde ich. Oh, hi. Oh, hey Ellie. Morning. Dafür, dass ich das Gespräch der Stadt bin, reden die Leute ziemlich wenig. Shit, that smells good. Is it enough? Ryan's bringing more information. There'll be plenty. So, hier war irgendwo. Das meine ich. Das sind die üblichen Sachen wie im letzten Spiel auch, wo man mit Teilen seine Waffen verbessern kann mit der Zeit. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das wusste man, glaube ich, vorher. Und weil es doch ein Spoiler war, dann habe ich mein erstes Versprechen direkt gebrochen. Aber es gibt keine schlimmeren. Das, ja, yeah, that's for sure. Okay. Wanna grab some breakfast? No. Where's Maria? In the back. Hallo. Excuse me. Ellie. There you are. Come here. Seth's got something he wants to say to you. I don't want to hear what that bigot has to say. Do it for me. Please. Seth. Seth, come here. Fuck me. Hey. Look, last night I was drinking too much. Sure. I'm trying to say I'm sorry. Maria tells me that you and Dana are headed out.
made you some sandwiches. Okay. Your steak. Thank you, Seth. Yeah, well, you be safe out there. Yep. I appreciate that. What you got there? Bigot sandwiches. Mmm. Smells good. They're yours. You sure? It's fine. Let me walk you out. Okay. When you go out, I want you to trade off with Tommy and Joel. Those boys have been up for far too long. Where do I meet them? If you go up to the Northwest Lookout, they're scheduled to arrive later today. Watch yourself. I mean, there's too many sightings of infected recently. Of course. I was gonna check out the creek trails. I'll need someone else to cover it. Hey, Ellie, you know the creek trails? Not really. Dina's done it a bunch. I'll have the two of them take it. Well, that solves that. So, fertig mit Reden. Hier war auch, glaube ich, noch irgendwo. Das kann man ja schnell abfrühstücken. Das gibt hier, glaube ich, nämlich nur diese Teile zu finden. Und wenn nicht nur Teile, dann habe ich was verpasst. Ja. Ah, ja. Ha, lauf schneller. Dummerweise kann man in einigen, an einigen Stellen nicht so rennen, wie man es gerne möchte. Aber naja, das ist ja meine Schuld eigentlich. Ich meine, dass ich unbedingt so schnell dadurch will. Ellie, can I talk to you for a sec? So, look, I don't know what's going on with you and Joel. Maria. Guy really cares about you. And I'm sure he didn't mean to. We're fine. Yeah? Okay. Okay. Sorry to pry. Be safe. Thanks. Yo, Dina! Assignments! Just give me a minute! Can we get your girlfriend to the stables, please? Oh my God. Hey, Dina! Can I talk to you? Hey, guys! I'm tapping out! Hey. Hey. I just want to say sorry for running off last night. Oh, it's okay. I totally get it. I felt bad. Why? Because I started the whole thing and I shouldn't have kissed you in front of all of those people. And no, you were drunk. It's fine. Well, still, I don't want you to think. No, I'm not reading into it or anything. Just. You know what I love about you? How you let me finish my sentences. All right. Well, we should probably get going. Yeah. Ow! What the fuck? I'm not even playing! Because you're a chicken? You're a chicken! I hate this kid so much. You want to fuck him up? Yeah, I do. You asked for it. You better run, you little shit. Holy shit. So, und jetzt müssen wir Kinder fertig machen. Go, go. Auf der schweren Stufe. Arm on that kid. Gotcha. We're on the board, sucker. Oh, dang it. Eat that. Oh, I'm coming for you, Tiny. I dodged that. Der Trick ist immer rumzulaufen. Oh, you like that? Fuck yeah. Oh, suck it. We're winning. Yeah, okay. I'm gonna come over there and fight you, like for real. Eat snow. Ow, eat snow, you little shit. I know where you live, Alex. Nimm das. All right, we actually have some work to do. Scram. Oh, man.
I guess I asked for that, huh? Yep. Let's go. Hauptsache, die sind direkt weg. So, Jesse wants us to do the creek trails. He's gonna relieve Joel and Tommy. Oh, that's nice he assigned us together. You're gonna like this route. Morning, girls. Morning. Wir essen jetzt zu uns, guck. Aber das war's dann auch. Hey, ladies. I'll bring them in. Thank you. Ja, man muss schon sagen, die haben schon einiges draus gemacht, ne, aus der Stadt, wenn man bedenkt, dass sonst in dem ganzen Land und es wurde nie gesagt übrigens, ob der Virus auf der ganzen Welt so herumgegrast hat, das grassiert. Gegrast, ja. Das wurde nie gesagt, glaube ich. Aber, naja, in den Staaten hat er auf jeden Fall ziemlich viel angerichtet und dafür ist das doch eigentlich ganz gut, was sie hier gemacht haben, ne? Ja. Na, ja, back to the woods. Pferde besohlen und sowas. Ach, guck mal, warte mal. Ellie, Dina. Ja. Titten County. Titten County, ne? So spricht man das also richtig aus, ne? Ganz wichtig, schön die scharfen Ts. That's a good girl. Look who's here. Thanks. Come on. All right. Hey, Shimmer. Oh, look who decided to join us. Yeah. One for you. And one for you. Open it up! Settle down, children. All right. You all know the drill. Run your routes, mark your logbooks, clear any infected you see. You run into anything you can't handle, you come back. Be smart about it. All right. Get going. What were you dreaming about? Was I talking? You're doing your teeth grinding thing. Where have you been? Grab your gear. I want to show you something.
What? Trust me. Come on. This way. Ja, da gehen wir aber morgen erst lang. Ja. Das war's zuerst mal. Ich würde sagen, fast eine Dreiviertelstunde reicht. Die meisten Folgen werden jetzt wahrscheinlich genauso lang werden, weil es gibt ziemlich, wie gesagt, ziemlich viel Story. Und wenn mal zwischendurch ein Kampf kommt, ich finde es irgendwie cooler. Vor allem jetzt, wo ich lange nichts gemacht habe, habt ihr das ja verdient, längere Folgen auf einmal zu erhalten. Das Spiel hat übrigens eine Gesamtspielzeit von circa zwischen 20 und 30 Stunden, ganz grob geschätzt. Ihr werdet also noch einiges vor euch haben. Das heißt, es ist auch nicht so schlimm, dass es so schnell vorbeigehen würde oder sonst was. Und ja, ich bedanke mich für heute. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das noch gut kann. Ich meine, das mit dem Let's Playen. Gleichzeitig denken und gut spielen und reden, das ist so ein kleines Problem. Manchmal war es früher auch schon. Aber ich danke für eure Bewertung, falls ihr eine abgeben möchtet. Und wenn ihr weiter dabei sein wollt, dann freue ich mich natürlich auch sehr. Und falls auch die letzten zwei Personen abgeschaltet haben, dann lade ich halt einfach Videos für niemanden hoch. Solange es Spaß macht, nicht wahr? Mindestens mir. Damit sage ich vielen Dank nochmal und bis morgen.